Mit einem nostalgischen Sonderzug fuhren wir am 25. September nach Porto Roche. Bereits ab 6.30 Uhr stand der Zug am Bahnhof Salzburg zum Einsteigen bereit. Der Grund der Reise war, im Zug stand schon das Frühstück auf dem Tisch. Lediglich der Kaffee musste noch eingeschenkt werden. Mit einer kurzen Verspätung fuhren wir um 7.28 Uhr ab. Nach dem Frühstück wurde zur Begrüßung für jeden Gast ein Glas Sekt serviert. Der Zug bestand neben der Lokomotive aus 8 Waggons. Die nostalgischen Waggons waren sehr liebevoll restauriert und so gab es verschiedene Salonwaggons. Der letzte Waggon war für das Gepäck reserviert. Im Gasteinertal lag bereits Schnee. Der erste Wagen war der Tanzwagen. Hier wurde während der Fahrt zum Tanz aufgespielt. Bewerkstelligt wurde das von Pirnis Ehefrau Edith. In Jesenice angekommen, wurde der österreichische gegen eine slowenische Lok getauscht. Aufgrund eines Problems bei dem Lokwechsel konnten wir die Fahrt erst nach circa 1,5 Stunden fortsetzen. Wenn auch das Wetter nicht besonders schön war, die Fahrt durch die schöne Landschaft war es allemal. Die Vorboten unseres Zielbahnhofs von Kopa.
Noch schnell ein Drink und ein letzter Tanz, bevor wir in den Bahnhof Koper einfuhren. So wie das Gepäck durch die Fenster eingeladen wurde, wurde es auch wieder ausgeladen. Insgesamt reisten 230 Personen, die zur Weiterfahrt nach Porto Roche auf 5 Busse verteilt wurden, mit. Unser Ziel war das 5-Sterne Grand Hotel Bernardin mit 241 Zimmern. Neben verschiedenen Konferenzräumen und Restaurants verfügt das Hotel über einen großen Wellnessbereich und verschiedene Bars. Auch einen eigenen Strand gibt es. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass man von der Lobby zu den Zimmern abwärts fahren muss. Jedes Zimmer verfügt über Meerblick. Das Team, dann habe ich inzwischen schon kennengelernt. Die ganze Tanzmusik auf dem Schiff hat meine Frau Edith Schiller bewerkstelligt, samt ihren Wünschen. Von einem Jahr bis 90 Jahre sind alle dabei. Also so eine bunte Gruppe hat sicher niemand. Und niemand spielt auch den wildesten Rock'n'Roll und dann einen schönen alten Walzer. Und trotzdem freue ich mich. Nach der Begrüßung durch Reinhard Birnbacher gab es einen Sektempfang. Da wir praktisch den ganzen Tag mit der Zugfahrt verbrachten, freuten wir uns schon auf das Abendessen im Hotel.
Am nächsten Tag hatten wir das Glück, am Tartini-Platz, dem Hauptplatz in Piran, einer traditionellen Hochzeit beiwohnen zu können. Das Brautpaar. Der Bürgermeister von Piran schenkte der Braut ein und umgekehrt. Abend wurde dann die erste von zwei Plattenkistensendungen aufgezeichnet. Einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Stammhörer, Neuhörer, Althörer, Junghörer, Abendfernhörer, liebe Satelliten- und Internethörer. Aber ganz besonders darf ich heute begrüßen alle, die mitgekommen sind auf unserer Hörerreise in dem schönen Ballsaal hier im schönen Hotel Bernardin hier in Porto Roche. Ich nehme auch die Wünsche, dass wir dir einen Twist von Pepino Di Capri an Saint-Tropez-Twist. Wissen Sie denn noch, meine zwei Schwestern, die Renate und die Waldfrau, vor über 50 Jahren schon gelernt im Wohnzimmer. Und darum darf ich dir nicht so gerne tanzen mit meiner Frau. Jetzt können wir gerne machen, ist das Wohnzimmer damals heil geblieben? Ja, freilich ist es heil geblieben. Wir haben einen Plattenspieler gehabt, den haben wir aufgeklappt, da war der Lautsprecher drinnen. Ich erwarte nicht, aber es war ein Fetzenkaudi. Edith! Pepino Di Capri! Twist der Frau! Bei diesen Aufzeichnungen werden nur Musikwünsche von anwesenden Gästen erfüllt. Du bist eine Stammhörerin und organisierst ja viel für den Fanclub, stimmt's? Beide stimmt. Und wie lange bist du denn schon Plattenkistlerin? Seit der ersten Sendung am 26. Oktober 2005. Gut, und jetzt hat sich was vorbereitet.
Bei dieser Jubiläums-10-Jahres-Reise möchte sie gerne was vorlesen. Und ich denke, das ist voll toll, gell? Mal schauen. Also, kaum zu glauben, aber es ist wahr, Birnis Plattenkiste wird am 26. Oktober 10 Jahre. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, steht heuer am Reiseplan, 230 Fans fahren mit Birni und Edi nach Porto Roche mit der Kaiserköniglichen Eisenbahn. An dem ORF Salzburg geht unsere eindringliche Bitte, streicht ja nicht diese schönen Radiostunden aus eurer Liste. Birni ist älter als Andi Borg, daher haben wir die Bange, dass auch Birni vom ORF wird entsorgt. Alles, was altbewährt und gut ist, soll auf einmal weichen. Aber wir Fans, wir werden kämpfen und wir werden erreichen, dass es diese Oldie-Sendung durch Birni lebenslänglich wird geben. Hoch soll die Plattenkiste leben. Bravo! Danke, liebe Lieblings. Also jetzt kann man das war ja, oder lebenslänglich gerät oder entsorgt wird. Ja, lebenslänglich. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt darf die Brigitte aber sich was wünschen, gell? Weil wir ja mit der alten Bahn gefahren sind, habe ich mir den Little Blue Train gewünscht. Und damit grüßen wir unsere Freunde in Wien und unsere Freunde in der Steiermark, die dieses Mal nicht dabei sein konnten. Ja, ich habe jetzt mal Ladig. Das war der Blue Train. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder auf die Straße, obwohl der Gast ein Eisenbahner ist. Jedenfalls kennt er sich aus bei den Eisenbahnen. Herzlich willkommen hier in Porto Roche in dem schönen Ballsaal auf der Hörerreise der Plattenkiste. Lieber Gunter Mackinger. Ja, schönen guten Abend allerseits. Herr Mackinger, man kennt Sie ja, gell? Sie haben ja auch viel für Eisenbahn übrig, aber auch fürs Tanzen mit Ihrer Frau, habe ich gesehen. Ja, das sind begeisterte Tänzer und je schneller, umso lieber. Gut, und was hätten Sie denn gern gehört jetzt und nach was hätten Sie denn gern getanzt? Ja, mein Titel wäre On the Road Again, weil der Salzburger Hus feiert dieser Tage 75 Jahre Bestandsjubiläum, eine Erfolgsgeschichte. Und ich möchte damit alle Kolleginnen und Kollegen des Salzburger Huses grüßen, alle des Ruhestandes, aber natürlich auch alle Aktiven und Ihnen herzlich gratulieren und Ihnen alles Gute wünschen für den weiteren schweren Dienst auf Salzburgs schmalen Straßen mit den großen Gefährten. Große Gefährte sind die Obus und der Obus ist schon 75 Jahre alt. Jetzt frage ich einer, wissen Sie vielleicht, Sie könnten das wissen, wo ist denn der erste Obus gefahren? Ja, der erste Obus in Österreich ist in Gmünd gefahren, in Niederösterreich, aber der zweite ist von Piramo nach Porto Roche gefahren. Das war kurz nach der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert, da war das ein ganz ein mondäner altösterreichischer Badeort und da hat man dann das modernste Verkehrsmittel eingesetzt. Na, jetzt haben Sie wieder was gelernt. Das war hier ein altösterreichischer Badeort und hier fuhr der erste Obus, also der zweite Obus von hier nach Piran rüber. Jetzt gehen Sie zu Fuß rüber, den Obus gibt es leider nicht mehr. Aber jedenfalls danke, dass Sie da sind, lieber Gunter Mackinger. Schönen Aufenthalt noch mit Ihrer Frau und jetzt viel Spaß mit Roger Miller on the road again, beziehungsweise er ist der King of the Road. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. All but 2 hours of pushing broom. Buys a 8x12 for me. Room I'm a man of means by no means. King of the road. Yeah.
Am nächsten Tag machten wir eine ausführliche Stadtbesichtigung. Hier liegt der große Sohn der Stadt, Giuseppe Tartini, ein Komponist und Violinist, begraben. Irgendwie klang immer noch die schöne Musik vom Vortag in unseren Ohren. Die noch teilweise erhaltene Verteidigungsanlage mit Wehrgängen und Türmen grenzt die Stadt zur Landseite hin ab. Das Zentrum der Stadt ist der Tartini-Platz mit einer Bronzestatue des Komponisten. Piran liegt im äußersten Südwesten Sloweniens an der Küste der Adria und hat rund 17.500 Einwohner. Besonders reizvoll sind die vielen Gassen mit kleinen Lokalen und schönen Häusern. Ein sehr schöner Ausblick auf die Stadt bietet sich vom Glockenturm der St. Georgskirche aus. Die St. Georgskirche ist dem Schutzpatron der Stadt geweiht. Und so bummelten wir weiter durch dieses reizende Städtchen. Einer von drei Ausflügen, die vom Reisebüro Burkhardt Travel angeboten wurden, führte uns zu einer Weinprobe beim Weingut Rodica, hoch über Copa gelegen. Dankeschön. Das ist eigentlich mitten im slowenischen Teil von Istrien. Vinske Kame ste tako na če vino ste se naselili tukaj je v Kamlo, tako. Ti sodi se auf den Wänden kommt der Weinstein, Te sode, ti majhni sode, kapacitete, ki jih imamo zdaj, so zmeraj polni, nikoli niso prazni. Diese kleinen Fässer hier am Boden sind immer voll, nie leer. Auch wenn einer leer gemacht wird, wird gleich wieder Am Abend gab es zur Überraschung aller eine übergroße Torte zum 10-jährigen Jubiläum von Pirnis Plattenkiste.
und meinten anfangs auch einige Gäste, sie bekämen vielleicht nichts von der Torte ab, so blieb am Schluss sogar noch etwas übrig. Radio Salzburg bringt Pirmis Plattenkiste. Heute fand die Aufzeichnung der Jubiläumssendung statt. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Stammhörer, Neuhörer, Althörer, Junghörer, Nah- und Fernhörer, liebe UKW-Satelliten und Internethörer. Und heute darf ich Sie begrüßen und das freut mich ganz besonders. Genau heute vor 10 Jahren hatten wir die erste Sendung. Ich begrüße Sie also heute zur 10-jährigen Plattenkiste. Und ganz besonders begrüße ich heute hier meine Live-Gäste hier im Süden. Ja, wie hat denn die Reise dort vor? Jetzt können wir verraten. Wir haben ja gesagt, Rosen aus dem Süden spielen wir. Wir melden uns heute zur 10-Jahresfeier der Plattenkiste wieder aus dem Süden. Wir sind nämlich in Porto Roche, in dem wunderschönen Ballsaal des Hotels Bernardin und da tanzen wir heute fröhlich in den Abend. Und die Frau Imsus, sie waren ja schon oft dabei, gell? Ja, immer. Und wie hat es Ihnen da erst gefallen? Das ist so genießt. Nach Porto Roche, da sind wir gefahren. Mit dem Sonderzug, nostalgisch, wie vor 100 Jahren. Der Kaiser Franz ist auch schon drinnen gesessen. Und wir haben bei Pirmis Plattenkiste drin getanzt, getrunken und gegessen. Da war der Kaiser Franz sicher gern dabei gewesen. Und jetzt, was wünschst du dir denn, lieber Helmut? Ja, du hast einmal irgendwann zu mir gefragt, was ich gerne hören würde aus den 60ern. Gibt's den Dave D. Dose Biggie Miggin Ditch mit Bandit. Gastgeberin vorstellen, die Geschäftsführerin, glaube ich, die Frau Diana Simcic. Frau Simcic, wir möchten uns ganz herzlich bedanken für dieses wunderschöne Hotel. Wir sind leider nur viel zu kurz hier. Ich glaube, es hat allen uns gut gefallen hier. Morgen müssen wir leider schon wieder abreisen. Alle Leute sagen, sie möchten länger hier bleiben und kommen vielleicht wieder. Herzlichen Dank für diese schöne Einladung, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke, dass wir alle in so großer Nummer hier gekommen sind. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal ist und dass Sie wieder einmal, vielleicht in 1-2 Jahren, in unserem Hotel dieses schöne Zusammentreffen machen. Ich hoffe, Sie alle haben sich gut amüsiert und wünsche Ihnen einen schönen und erholsamen Abend noch weiter. Und schöne Grüße aus Österreich. Danke. Liebe Diana Simcic. Und wir haben eine kleine Überraschung. Sie kennen sicher, was das ist? Porto Roche. Porto Roche. Und kennen Sie die Sängerin, die ein Lied, einen Schlager über Porto Roche gesungen hat? Wer das war? Jožica Svete. Jožica Svete. Ist schon lange her, da waren Sie vielleicht noch ein kleines Kind. Ich war ein bisschen jünger.
Okay, jetzt sind Sie immer noch jung. Vielen herzlichen Dank und für Sie jetzt ein Lied in Slowenisch von Jošica Svete über Portoroz. Vielen Dank, liebe Diana. Danke. Zeiss von der Moosdorfer Rutten möchte dir, lieber Reinhard Birnbacher, und dir, verehrte Frau Edith Schiller, als Dankbarkeit für diese schöne Reise nach Portoroz im Rahmen des 10-jährigen Bestandsjubiläums der Plattenkiste von Radio Salzburg ein kleines Erinnerungsgeschenk überreichen und habt viel Freude damit. Danke, ja Wahnsinn, das haben wir gut angezogen dann mit Emblem, mit einer Platten drauf. Wahnsinn, hoffentlich passe ich da rein, wir müssen ein bisschen abmagern wieder wahrscheinlich. Gell? Aber vielen Dank, vielen Dank. Die Frau Brüggemann ist mit ihren Lebensgefährten, die war bei jeder Plattenkiste-Reise dabei, da möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken und jetzt spielen wir natürlich auch gleich ihren Plattenwunsch. Ja, ich hätte gern etwas, was mit den Reisen zu tun hat, nämlich ein Stück Traumreise von Werner Brüggemann. Das spielen wir gerne. Und sie ist nämlich die Witwe von Werner Brüggemann. Ein ganz bekannter Komponist war das. Und er hat vor allem in Linz im ORF-Landesstudio Musik gemacht. Edith, bitte die Brüggemann-Platte ab. Sie wissen ja, wie das geht, nur um die Hüfte, nicht um die Hände. Bei Herren sind keine dabei. Dann bei Damen sagt man nur um die Hüfte. Bei den Herren sagt man um den Bauch. Das auch.
Gut, Edith, Platte ab und Jury schaut, wer erster, zweiter, dritter oder vierter wird. Vierter Preis, dritter Preis, das ist nur ersten, zweiten. Super geht's mit dem Nostalgie-Gleit. Jetzt wird's spannend, wer wird erster oder zweiter? Edith, hast du eh noch weitere Hula-Hoop-Platten, gell? So 10 schon. Glückwunsch, das war die große Hula-Hoop-Siegerin. Erster Preis, Monika aus Wagen. Zweiter Preis, die Raffaella aus Salzburg. Gut, herzlichen Glückwunsch, danke fürs Hula-Hoop. Als die kleine Jane gerade 18 war, führte sie der Jean in die Dancing-Bar. Doch am nächsten Tag Tanzabend gehabt im Porto Rossi Modell Bernardin in einem wunderschönen Tanzsaal. Ich bedanke mich, dass Sie so toll mitgemacht haben heute zur 10-Jahres-Feier der Plattenkiste am 26. Oktober 2015 und am 26. Oktober 2005 gab es die erste Sendung. Und
jetzt nach 10 Jahren sind immer noch so toll dabei, so ein tolles Publikum, und dafür möchte ich mich einmal heute als erstes bei Ihnen ganz herzlich bedanken, liebes Publikum. Heute freiwillig zur Verfügung gestellt, Herr Franz Munsch am Mischpult, unser Tontechniker heute. Und ich bedanke mich jetzt bei der Edith, die vielen Platten gewünscht hat. Edith Schiller an der Plattengitarre. Und ich sage wie immer, kommen Sie gut heim, bleiben Sie gesund und fröhlich, Ihr Moderator Reinhard Birnbacher. Und so endete unser 4-tägiger Ausflug nach Porto Roche.